Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe der Most Actives in dieser Woche. Ja, und aktiv war der DAX im November ganz ordentlich. Da kann man wirklich nicht meckern. Das sieht jetzt schon nach einem Plus für diesen Monat aus von um die 16%. Und heute Morgen der Handelsauftakt, der war noch so ein bisschen träge verlaufen. Aber dann hat dem DAX auf die Sprünge geholfen, dass es mal wieder neue Impfstoffhoffnungen gibt. Was da im Einzelnen los ist, das sehen wir gleich, nämlich auch, wenn wir genauer auf die meistgehandelten Werte schauen beim Online-Broker flatex an diesem heutigen Tag. Denn da ist eben einiges von dem, was den Markt hier auch mit antreibt, was eben hier auch Einzelwerte entsprechend beflügelt. Wir haben auf der Kaufseite heute BioNTech, Moderna, Neil, Rainforest Resources und Everfuel. Ja, und Moderna mit den Impfstoffaussichten, die heute eben über die Ticker plötzlich kam, das war was, was die Märkte beflügelt hat. Die Aussicht, die Hoffnung, dass es jetzt eben zum Greifen nahe ist, einen Impfstoff zu haben. Denn als erstes Unternehmen hat Moderna jetzt vor, also man hat gesagt, heute will man noch in der EU eine Zulassung für seinen Corona-Impfstoff hier beantragen, auch gleichzeitig in den USA die Notfallzulassung. Das kennen wir ja auch schon von BioNTech und Pfizer, aber jetzt eben als erstes Unternehmen auch für Europa. Da ist man jetzt natürlich auch gespannt und setzt da sehr viele Hoffnungen drauf. Ich meine, in Europa gelten für eine schnelle Zulassung strengere Regeln als in den USA, aber es gibt hier auch die Möglichkeit einer bedingten Zulassung eben oder einer Zulassung unter Auflagen, und das hat die Aktie heute dann doch ziemlich beflügelt. Wir schauen weiter auf Everfuel, und da haben wir zuletzt eine ziemliche Rallye gesehen. Und diese unglaubliche, ja, kann man eigentlich so sagen, unglaubliche Rallye, also ziemlich heftige Rallye auf jeden Fall, die geht munter weiter. Von Unternehmensseite gibt es eigentlich keine Neuigkeiten. Insofern trifft man offensichtlich hier auf einfach eine rege Nachfrage nach den Everfuel-Aktien und eine geringe Verfügbarkeit, da sich der Großteil der Anteile in festen Händen befindet. Es ist ein Wasserstoffspezialist, konnte erst vor wenigen Wochen im Rahmen des Börsengangs platziert werden. Erster Handelstag verlief durchwachsen, aber seitdem ist der Wert im Höhenflug. Grund genug, dass die Kollegen sich das Ganze mal angeschaut haben, die Kollegen natürlich aus der Printredaktion vom Aktionär. Und die sagen also, bei Kursen von 6,50 Euro wird Everfuel mit einem Börsenwert von knapp 476 Millionen Euro gehandelt. Bei allen langfristigen rosigen Aussichten ist das einfach eine zu hohe Bewertung. Und die starke Entwicklung von Everfuel, die spielt wiederum Neil in die Karten, denn die Norweger halten 16,86% der Anteile an dem dänischen Unternehmen. Ja, und auf dem aktuellen Niveau, sagen die Kollegen, sollten interessierte Anleger bei der spekulativen Everfuel-Aktie nicht mehr zugreifen. Investierte Anleger können einen weiteren Teil der Position verkaufen. Und wir schauen jetzt noch eben mal auf die Verkäufe. Da haben wir BioNTech, Rainforest, Moderna, Neil und SAP. Ja, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, BioNTech und Pfizer haben ja in den USA schon die Notfallzulassung beantragt, und in Großbritannien, da soll es einem Zeitungsbericht zufolge für den von BioNTech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff schon in der kommenden Woche eine Zulassung geben. Und nur Stunden später soll dann mit der Auslieferung begonnen werden. Das berichtet zumindest die Financial Times. Wie gesagt, in den USA hat man auch schon beantragt. Also es geht ordentlich was voran, und bei der Aktie von BioNTech, also die sehen wir heute ja sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite ganz vorne. Und für die Aktie, da gab es Mitte November eine Verschnaufpause, aber das Papier hat jetzt wieder ordentlich Gas gegeben. Am heutigen Montag fast 4% plus, also damit findet sich die Aktie wieder auf Tuchfühlung zum im März bei 102 Euro markierten Allzeithoch. Das war's für die Montagsausgabe der Most Actives. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.